Was ist das für eine Anspannung hier im Borussia-Park von Mönchengladbach? Wir sind tief im Elfmeterschießen. Es steht unentschieden. Der Elfmetertöter, Lukas Radetzky. Ja! Radetzky hält! Ein Elfmeter, ein Tor trennt die Eintracht noch vom Endspiel. Hat Herr Gotter die Nerven? Hat er die Coolness? Anlauf, mach es, Brane! Ja! Tor! Herr Gotter macht ihn rein! Und ein ganzer Club rastet kollektiv aus! Gemeinsam geht's Richtung Kurve! Was für ein Drama! Die Adler fliegen nach Berlin! Das ist natürlich Wahnsinn, als Brane dann den letzten Elfmeter verwandelt hat und Lukas dann angesetzt hat zum 100-Meter-Sprint Richtung unsere Kurve. Und das war kämpferisch ein ganz starkes 2 Stunden Fußball und keiner kann sagen, dass das unverdient war, für uns zu weitergehen. Wir fahren jetzt nach Berlin mit unseren brutalen Fans, die singen noch. Und ein ganz besonderes Ereignis. Ich bin schon bereit auch in dem Finale, wenn das kommt. Wird fantastisch sein. Ja, sehr, sehr wichtige Fluch. Ich spiele ein Finale, ist ein Tag in der Liebe. Ich fühle mich gut, alle bereit für diesen Tag. Wir sind fit für das Finale. Ein Foto? Ja. Also. Wie sind 5, 1, 8? 5, 1, 8?
kommen. Super, danke. Okay. Viel Erfolg. Dankeschön. Alle Schalle irgendwann, Rolf? Deine Schalle ist an. Alles klar. Ich habe mich gesehen, ich sitze. Ich meine, zwei Tage nicht rumfahren können. Gute Meister. Io cocco tot blufflava, fratte, riperi di crisi. C'è una piccolosa. Und wie kommt die irgendwie? Ich habe nur noch zum Schluss mitbekommen. Meinst du, die Mama Timmy sein Gesicht? Ja! Seite. Das ist militant, was er in meinem Kopf. Genau. Ich muss sagen, ey. Haben die aber wenigstens eine Sperre, damit wir da schön durchfahren können? Für uns, ja. Genau. Für Obama haben sie die gesperrt. Naja, das kann ich verstehen. Ich sehe das mal Urlaub lieber hier in Frankfurt. Ich sehe das auch jetzt langsam. Es war nachmittags, stimmt. Ja, ein schönes Gefühl an 88 hier im Olympiastadion und den letzten Pokalsieg oder den letzten Titel, den Eintracht Frankfurt gewonnen hat. Ich bin so froh für dich. Herr Rollstein, bitte.
Herzlich willkommen live aus dem Berliner Olympiastadion. Viele Grüße aus der Hauptstadt. Adler im Anflug. Ja, die Adler, die sind schon da. Die sind in der Hauptstadt angekommen. Soeben läuft hier im Berliner Olympiastadion das Abschlusstraining unserer Mannschaft. Trainer Niko Kovac bereitet seine Jungs auf die anstehende Aufgabe vor. Also die Jungs, die sind richtig heiß. Die brennen darauf und wir freuen uns auch. Ganz Frankfurt fiebert dem entgegen und muss man mitnehmen, auf jeden Fall. Wir sind guter Dinge, dass es heute was werden kann. Jeder, aber Frankfurt kann nicht jeder. Da wo hier Fluss fließt, der normalerweise Spree heißt, da haben sie Main hingeschrieben. Also, ich weiß, wir sind daheim, okay? Beziehungsweise auch unsere Spieler, die Saison, natürlich ist Geschichte, klar, wenn du da jetzt die ehemaligen siehst, aber ich finde, das haben die Jungs sich erarbeitet, verdient, dass sie hier im Film immer wieder gezeigt werden. Ja? Ja. Also diese Eigenschaften.
Und wichtig ist, dass wir die Fans auch mal mit einbinden. Natürlich, wenn die vor durchs Marathon-Tor reingehen, dann werden sie gleich unsere Kurve sehen, das wird der Hammer werden. Ja. Nur aber trotzdem, dass sie schon emotional mitgenommen werden, dass sie emotional schon auf dem Weg nach unten so noch aufgeladen sind, dass sie das hier abgehen. Haben die Jungs gut gegessen? Ja, die schon. Die haben sich sehr gefreut auf ein gutes Essen. Mit frischem Gemüse, dann ein paar Nudeln, ein bisschen Kartoffeln. Und dann hat sich meine Aufgabe erledigt.
und drei Herren waren unsere Kapitäne. Wir freuen uns auf den Kapitän der 1988er Mannschaft. Wir erinnern uns, das Tor von Mario Stetari. Hier ist er, die Legende der Eintracht, Karl-Heinz Charlie Kümmel. Und dämlich genug, 1981 gewann die Eintracht den Pokal. Und wer war damals der Kapitän? Kein geringerer als UEFA-Cup-Sieger, Fußball-Weltmeister, Bernd Pölzenbein. Und einen haben wir noch, der Kapitän, der zweimal unser Kapitän war, 1974 und 1975. Er ist nicht nur Fußball-Weltmeister, er ist nicht nur UEFA-Cup-Sieger, sondern ihm zu Ehren wurde sogar ein Lied geschrieben. Hier ist er, unser Jürgen Lobowski. Das war unser Motto. Der Adler ist gelandet. Attila ist in Berlin. Wir geben Ihnen nun die Mannschaftsaufstellung bekannt. Lukas! Mitte Nummer 5, Jesus! Mitte Nummer 6, Bastian! Mitte 9, Harris! Mitte 10, Marco! Mitte 11, Miat! Mitte 15, Michael. Mitte 17, Ante. Mitte Nummer 19, David. Mitte 22, Timothy. Und Mitte Nummer 25, Slobodan. Thank you.
ich denke, wir haben über 90 Minuten ein super Spiel gemacht, waren ebenbürtig und hatten heute nicht das große Glück auf unserer Seite, dass ein paar, vielleicht nochmal der Schuss vom Harif reingeht. Aber ja, können wir jetzt leider nicht mehr ändern. Wir sind ein Team. Wir gewinnen alle zusammen, wir verlieren alle zusammen. Von dem her können wir auf diese Leistung von heute stolz sein. Ich möchte nur sagen, großer Respekt für die Fans, die sind von Frankfurt gekommen und die 90 Minuten permanent die Mannschaft gestützt. Also riesen Respekt. Wirklich Gänsehaut, als ich eingelaufen bin, das war phänomenal und auch die Wechselgesänge, das war unglaublich und ja, die Fans hätten es absolut verdient gehabt, den Titel zu bekommen, aber leider konnten wir das dann heute nicht ihnen bescheren, sage ich mal. Also ich bin stolz, dass ich überhaupt für diese Mannschaft spielen darf und dass voran diese fantastischen Fans, die haben mir einen Lächeln gebracht vor dem Spiel, nach dem Spiel, das ist ganz, ganz groß und darum bin ich einfach froh, dass ich Eintracht repräsentieren kann. Hier bei Eintracht TV. Wir berichten hier live vom Frankfurter Römer, wo unsere Jungs gleich aufschlagen werden und begrüßt werden von Tausenden von Fans, die sich hier schon auf dem Römerplatz versammelt haben. Alle Fans und natürlich die Mannschaft herzlich willkommen zurück in Frankfurt. Wir Frankfurter sind stolz auf Sie, Ihre fantastische Leistung gegen Dortmund. Harris Eamon, was ist das für ein Gefühl, hier zu stehen? Ja, sehr gut. Ich denke mal, so viele Fans, dass sie das hier sind. Man sieht, wie sie zum Verein stehen und ja. Ein tolles Gefühl. Auf jeden Fall, aber natürlich noch ein bisschen Enttäuschung. Aber wir freuen uns einfach hier zu sein, mit den Leuten ein bisschen zu feiern. Es ist einfach toll, dass ihr alle hier seid. Wie gesagt, wir spielen alle zusammen und es war einfach nur beeindruckend zu sehen, wie wir unterstützt wurden von der ersten Minute bis zur letzten.
Liebe Eintracht-Familie, liebe Freunde, als Ministerpräsident des Landes Hessen bin ich stolz auf euch. Und eins ist doch klar, wenn man in ein Endspiel kommt, dann will man das gewinnen. Aber die Eintracht hat unglaublich gewonnen. Euer Auftritt war großartig. Diese Mannschaft hat alles gegeben. Und das ist das, was zählt. Marco, auch an dich die Frage, was war das für ein Gefühl, eben auf dem Balkon zu stehen? Ja, es ist nochmal für uns persönlich nach der Niederlage gestern nochmal was Schönes, was Positives. Ich denke, allein nur die 90 Minuten oder schon beim Warmmachen, was da an Stimmung war, was da unsere Fans vollbracht haben, war einzigartig. Ich denke, 2006 war schon eine Wahnsinnsstimmung, aber das wurde um Längen nochmal getoppt. Und wir haben es leider nicht geschafft, sind auch immer noch ziemlich traurig, aber das ist natürlich für die Seelen Balsam, so dann jetzt in die Sommerpause zu gehen. Ja, Eamon, du sagst es, mit 19 Jahren sowas zu erleben, hättest du dir das vor einem guten Jahr erträumt? Nein, vor einem Jahr hätte ich mir gewünscht, mit der U19 den Hessen-Pokal zu gewinnen. Und jetzt hier zu stehen, war auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl. Ja, ich muss sagen, nach einer recht kurzen Nacht sind die Gefühle immer noch da, jetzt etwas stärker. Also die Enttäuschung ist heute doch etwas größer noch als gestern. Natürlich war die Enttäuschung gestern auch riesig groß, aber heute, wenn man dann auch schaut, wir sind hier am Römer und wenn man sieht, wie viele Fans letzten Endes nach einem zweiten Platz im Pokalendspiel dann trotzdem hier sind, das zeigt, was los gewesen wäre, wenn wir den Pokal hier hergeholt hätten. Das macht mich traurig zum einen, dass wir den Pokal nicht haben, aber andererseits macht mich das auch stolz, dass so viele Fans hier sind und dass wir uns letzten Endes auch bei den Fans bedanken konnten für diese tolle Unterstützung in diesem Jahr. Schlechter Kommentar, denn wir haben das Finale verloren. Scheiße.